Aus dem Lukasevangelium. Als Jesus in der Einsamkeit betete und die Jünger bei ihm waren, fragte er sie: Für wen halten mich die Leute? Sie antworteten: Einige für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere sagen, einer der alten Propheten ist auferstanden. Da sagt er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete: Für den Messias Gottes. Doch er verbot ihnen streng, es jemand weiterzusagen. Und er fügte hinzu: Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden, aber am dritten Tage wird er auferstehen. Zu allen sagte er: Wenn mein Jünger sein will, verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Jesus fragt seine Jünger: Für wen haltet ihr mich und für wen halten mich die Leute? Ist das eine Unsicherheit bei ihm? Wir das kennen, ne? Was denken andere über mich? Will man ja manchmal gerne wissen. Und warum macht er es so geheimnisvoll? Er sagt dann, erzählt es keinem und erzählt dann von seinem Leiden. Das ist also alles etwas eigenartig. Ich denke, das ist so geheimnisvoll, weil es um eine ganz intime Sache geht. Etwas, über das man eigentlich gar nicht so viel mit anderen reden kann, sondern es hat mit dem Innersten von uns selbst zu tun. Und das ist immer ein Bereich, wo wir alle auch sehr verletzbar sind, ne? Sind wir ehrlich. Also seine Frage an jede und jeden von uns: Wer bin ich für dich? Jesus steht immer für die großen Fragen des Lebens. Deshalb ist seine Frage: Wer bin ich für dich? Zugleich die Frage: Wo stehst du im Leben? Und wohin willst du mit deinem Leben? In diese Dimension zielt also diese Frage: Wer bin ich für dich? Jesus ist der Lebendige, der uns lebendig machen will. Also diese Frage: Wo stehst du im Leben und wo willst du hin? Es gibt im Trentino, das ist der Teil, der an Südtirol anschließt, in Norditalien, in den Alpen, eine Schlucht, und da auf einem Felsen türmen sich übereinander mehrere Kapellen. Das ist der Wallfahrtsort San Romedio, ganz einsam gelegen. Und da steht auf Italienisch, wenn man da hinkommt: Pilger, warum bist du gekommen? Ja, ne? Überlegt man dann. Ja, aber diese Frage, wo stehst du mit deinem Leben? Das ist die Frage, um die es geht. Warum bist du gekommen? Wohin willst du? Das ist seine Frage an dich, an mich, an jeden von uns. Und die Frage eben dann, die sich damit verbindet: Was ist dein Lebensweg? Ja, wo stehst du jetzt? Wo willst du hin? Und wenn du das ahnst, wohin das für dich geht, dann kannst du einer Sache sicher sein: Er geht mit dir. Das alles verbindet sich mit dieser Frage: Wer bin ich für dich? Und hier stoßen wir jetzt auf etwas, was uns als Menschen alle in der Tiefe bei aller Unterschiedlichkeit doch verbindet. Und das Verbindende können wir nur auf dieser Ebene entdecken, weil wir da alle mit diesen tiefen Lebensfragen stehen, ob bewusst oder unbewusst. Manchmal ist das auch nur so eine Unruhe oder Unzufriedenheit, die uns begleitet. Und wir können davon ausgehen, auf dieser Ebene identifiziert sich Jesus immer mit uns allen, mit unserem Menschsein. Und keiner von uns kann das ganz einholen, ganz für sich beanspruchen, weil das so eine reiche Verbindung ist, dass darin letztlich keiner zu kurz kommt. Ich finde es lebensnotwendig, auf diese tiefere, verbindende Schicht zu schauen, weil wir leben doch in einer totalen Zeit der Abgrenzung. Jeder will sich irgendwie definieren, erkennen, und bei aller Betonung der Vielfalt, die wir einerseits erleben, das ist ja gut, geht es dann doch immer wieder darum, letztlich zu unterscheiden Gut und Böse und mich da zu positionieren, natürlich auf der Seite der Guten. Hier, mit dieser Frage Jesu, die so in unser Innerstes zielt, werden diese ganzen Unterschiede, diese Abgrenzungen relativiert, ohne dass man die Unterschiede, die es gibt, aufhebt.
Aber es geht hier eben um eine viel tiefere gemeinsame Erfahrung, dass wir eben mit unserem Leben auf dem Weg sind. Und da kommt jetzt dieses eigenartige Wort Jesu vom Kreuz. Ne? Wer sein Kreuz aufnimmt, Leben retten, Leben verlieren. Denn wo wir das tun, wo wir auf das schauen, auch woran wir leiden, was wir tragen, da erfahren wir noch viel tiefer, dass wir alle letztlich gemeinsam unterwegs sind, weil jeder Mensch da etwas mit sich trägt. Also die gemeinsame Erfahrung des Kreuzes. Und da will er uns dann weiterführen, weil das Kreuz dann nicht die Endstation ist. Dann bricht etwas auf. Da bricht etwas in uns auf. Diese österliche Erfahrung, diese Erfahrung einer tiefen Liebe, eines tiefen Friedens. Also auf dieser Ebene spüren wir dann ganz, ganz tief, was uns verbindet. Gehen wir nochmal ins Trentino, nach San Romedio. Da stehen dann so viele Kirchen, Kapellen übereinander. Und je höher man steigt, umso kleiner, umso intimer werden die. Das heißt, ganz oben in der kleinsten Kapelle bist du eigentlich mit dir alleine, in deinem Herzen. Aber da, wenn du da bist, wo es um dich und Jesus und damit Gott geht, das öffnet dich letztlich für alle Menschen, für die ganze Schöpfung. In deinem Innersten fängt das an. Das heißt, wo du mit dem Herrn alleine bist, wo du Jesus Christus ganz tief in dir entdeckst, der sich mit dir identifiziert, da gibt es dann keine Distanz mehr zu anderen Menschen. Der Weg nach innen führt immer zum anderen. Deshalb stellt der Herr uns diese Frage: Wer bin ich für dich? Wohin willst du?